Der ZFC Meuselwitz zuletzt mit zwei fetten Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Siege gegen Jena und Lok Leipzig. Klarer Auftrag von Heiko Weber heute. Weiterklettern, raus aus dem Tabellenkeller. Aber der Auftakt gehörte den Gästen. Sechste Spielminute. Aksakal setzt sich durch gegen Florian Hansch. Da ist Nada Jindawi die frühe Führung für die Gäste. Jindawi im Sommer vom BAK zur Hertha gewechselt. Schon zuletzt gegen Lichtenberg doppelt erfolgreich. Aksakal setzt sich viel zu leicht durch gegen Hansch. Kein gutes Zweikampfverhalten. Und dann hat Jindawi so viel Platz. Geht der Meuselwitzer Hertha-Horror weiter? Die letzten fünf Partien gegen die Zweitvertretung gingen allesamt verloren. Aber sie wehrten sich. Florian Hansch, der Außenpfosten, verhindert den Ausgleich. Fischer mit exzellenter Flanke und dann fehlt Hansch nicht viel, seinen Schnitzer vor dem 0:1 wieder wettzumachen. Meuselwitz weiterhin bemüht mit Trübenbach. Doppelpass mit Bock. Da ist Andy Trübenbach, bester ZFC-Torschütze bislang in dieser Saison. Fünfmal schon erfolgreich. 0:1 zur Pause. Heiko Weber, die Leistung seiner Jungs stimmte. Und sie legten noch eine Schippe drauf. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff. Trübenbach auf Kadric. Ernst muss nicht zupacken und Kadric denkt sich, Mensch, das kann ich besser. Und nur wenige Minuten später schon wieder Kadric in Aktion. Weiter Ball von Bock, dann Kadric mit exzellenter Ballannahme. Der Abschluss diesmal gefährlich. Ernst taucht ab. Weiter Meuselwitz, 56. Minute, guter Ball von Bock auf Hansch, da kommt Trübenbach, Ernst ist da, Fischer, Lattenkreuz, Stenzel, abgeblockt und nochmal Hansch. Irgendwie bekommt die Hertha das Ding geklärt. Der dreifache Hochkaräter für den ZFC, erst Trübenbach, der an Ernst scheitert, dann Fischer im Alupech und Stenzel mit dem Kopfball, kein Handspiel von Ziemer. Beide Teams seit Wochen im Gleichschritt. Beide zuletzt mit zwei Siegen nach zuvor vier Niederlagen. Aksakal in Minute 64 setzt mal wieder einen Akzent für die Hertha. Ansonsten fast nur die Gastgeber. Fischer auf Hansch und diesmal macht das. 69. Minute, der hochverdiente Ausgleich. Hansch zuletzt schon mit dem Siegtor gegen Leipzig. Jetzt trifft er erneut und kann sich bedanken beim 18-jährigen Fischer für diese perfekte Flanke. Zehn Minuten später wieder die Gastgeber. Meuselwitz fordert Elfmeter und dann löst sich all der Protest in Jubel auf. Hansch trifft zum 2:1, Spiel gedreht. Sein erster Doppelpack im ZFC-Trikot. Bei seinem Abschluss Eckhardt an der 5-Meter-Raumlinie. Nicht im Abseits, Haxer wohl noch etwas näher zur Grundlinie als der Meuselwitzer Kapitän. Die Gastgeber plötzlich auf dem Weg zum dritten Sieg in Folge. Die Hertha gefordert. Nur wenige Sekunden nach dem Tor Jindawi. Tolle Parade von Justin Fietz. Berlin jetzt mit wütenden Angriffen, 84. Minute. Da kommt Rölke und Reitel, der Mann auf der Linie. Seit 2019 hat er nicht mehr selbst getroffen. Aber diese Rettungstat ist so wertvoll wie ein eigenes Tor und wird auch genauso bejubelt. Es blieb beim 2:1. Meuselwitz verlässt die Abstiegszone nach drei Siegen in Serie. Das gab es seit drei Jahren nicht mehr.